Fahrt zu einem städtebaulichen Experiment der Superlative. Die Hamburger Hafen City, in bester Lage direkt an der Elbe, im Zentrum der Hansestadt. Geprägt von Luxus und moderner Architektur. Die Hafen City ist das größte innerstädtische Neubauprojekt in Europa. 1,6 Quadratkilometer meist teures Pflaster, finanziert auch mit Steuermitteln und äußerst umstritten, nicht nur wegen der mehr als 400 Millionen Euro teuren Elbphilharmonie am westlichen Ende. Die Hafen City soll Platz für Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und den Tourismus bieten. 140 Kreuzfahrtschiffe werden jedes Jahr erwartet. Bislang sind etwa die Hälfte der Gebäude im Bau oder stehen schon. 1991 begann die Planung, spätestens 2025 soll alles stehen. Ein Mammutprojekt, das mehrere Wirtschaftskrisen verkraften und sich gleichzeitig flexibel dem Zeitgeist anpassen muss. Die Hafen City GmbH, eine 100%ige Tochterfirma der Stadt Hamburg, führt Regie. Die Hafen City ist eine Erweiterung der Hamburger Innenstadt. Das kann man an diesem Plan wunderbar erkennen. Nämlich hier ist der alte innere Wallring. Und wenn man sich dann die Hafen City-Lage ansieht, ungefähr 3 Kilometer von Westen nach Osten, direkt am Rand der Norderelbe gelegen, kann man erkennen, dass die Hafen City eine Erweiterung der inneren Stadt bis an das Elbufer ist. Neben Kultur und Büros soll auch Wohnraum entstehen. Schon jetzt leben 1500 Menschen im neuen Stadtteil. Doch wer sind die meist Schönen und Reichen hinter den Fassaden? Besuch bei Annette und Lars Rollner. Die beiden Dänen sind vielleicht die überzeugtesten Bewohner des neuen Stadtteils. Sie wohnen ganz oben, auf 2 Etagen, mit Rundumblick in einem repräsentativen Luxushochhaus. Die Wohnfläche 435 Quadratmeter. Lars Rollner verdient sein Geld als Chef einer Reederei mit 100 Mitarbeitern und als Immobilieninvestor. Das Leben in der noch wenig belebten Hafen City gefällt dem Ehepaar. Das Projekt hier Hafen City ist genial, dass man in einem Stadtkern sowas bauen kann. Halb Tag ist nicht so viel los, aber Wochenende ist, wenn die Sonne scheint, dann sieht man auch, wie doll die Leute eigentlich die Hafen City genießen. Also es ist, finde ich, wunderbar hier zu leben, da ist viel Licht. Wir haben im Museumshafen einen ganz kleinen Tuckerboot liegen und da fahren wir ab und zu mal durch den Hafen. Das Universum der Rollners besteht größtenteils aus der Straße am Kaiserkai. Hier hat die Familie nicht nur ihren Lebensmittelpunkt. Heute haben wir hier in der Straße 9 Läden und diverse Immobilien. Wir haben hier einen Eisladen mit Sophie, unsere Tochter Anne-Sophie, hat eine Idee für ein Konzept gehabt und mit einem Freund zusammen hat sie das Konzept hier durchgesetzt. Meine Frau hat im Hintergrund da drüben eine Kunstgalerie, wo sie vorwiegend dänische Künstler zeigen wird. Annette Rollner hat die Galerie Doc 56 gegründet, weil sie sich für Kunst interessiert. Jetzt hat die Frau an der Seite des erfolgreichen Geschäftsmanns einen ausgefüllten Tagesablauf. Ich stehe morgen ganz früh auf und trinke meinen Kaffee und dann bringe ich meinen Sohn zur Schule und danach fahre ich nach Hause und dann mache ich mir fertig und gehe dann in die Galerie. Einkaufen zwischendurch und abends kommt mein Mann wieder nach Hause und wir gemeinsam essen. So, ist wunderschön. Da stört eigentlich nur die Baustelle der Elbphilharmonie ein wenig. Aber bei den Rollners scheint es mehr Licht als Schatten zu geben. Luxus, Kunst und teure Immobilien. Gute Aussichten, zumindest für die Eheleute Rollner. Zuweilen erwecken die neuen Straßenzüge den Eindruck einer großen Spielwiese für Architekten, die Schönen und Reichen sowie Immobilieninvestoren. Und vielleicht das größte Problem: Wenn die Sonne untergeht und die Kreuzfahrtschiffe Richtung Nordsee aufbrechen, wird es einsam. Ziemlich einsam.